Ich höre doch schon wieder diese Klippenläufer. Hallo? Ja, da ist sie. Da ist sie. Verdammt. Treffen wäre schön. Die Klippenläufer sind echt eine nervige Sache. Was ist denn das? Denn der sich an. Was ist denn das da drüben? Ah, verdammt. Mit was? Mit wem hat denn der sich angelegt? Warte mal, wir müssen mal schauen, wie es mit unserem Pfeilen aussieht. Oh, da kommt er wieder. Schlachterfisch. Mit unserem Pfeilen sieht es echt urstschlimm aus. Wir haben kaum noch welche. So. Eine Treibsandkiste und ich sehe schon wieder einen blöden Schlachterfisch. So, wir müssen versuchen, ans Land zu kommen, weil hier sind wir echte Elementen ausgesetzt. Oh oh. Hier. Hier. Nein, nicht schon wieder so ein blöder Vogel. Diese Klippenläufer, die machen einen echt. Oh. Ja! Weißt du eigentlich, wie nervig ihr seid? Das sind die nervigsten, überhaupt die nervigsten Viecher in ganz Morrowind. Wisst ihr das? Vor allen Dingen, ich treffe nicht. Und der trifft immer zu. Ja! Ich treffe nicht. Wartet mal. Vielleicht hilft ihr uns der Ahnengeist ein bisschen. Ja! Verdammt. Ja! Und wartet. Genesungstrank. Und okay. Könntest du mal wieder Angeist? Könntest du, bitte? Irgendeinen Zauberspruch? Ein Zauberspruch? Oh Mann. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Ich hasse sie aus tiefstem Herzen. Gut. Ja! Noch ein? Genesungstrank? Ja! Ah, ich sollte noch einen nehmen. Ah, zum verrückt werden. Wird mir ja wahnsinnig hier. Blödes Viecherzeug und noch nicht mal eine Feder dabei. Also, weg mit euch. Hier wäre doch der ideale Standort. Wo sind wir denn hier? Tack. Hier wäre auch der ideale Standort für die Schlammkrabben, oder? Aber ich sehe, um ehrlich zu sein, nichts und niemanden. So, jetzt müssen wir erstmal schauen hier. Wartet mal. Heilung. Heilung.
So. Das wäre schon mal das. Achso, was? Dann Ahnengeist. Also der Ahnengeist ist echt. Also, wenn wir die nicht hätten, wären wir schon 3000 Mal draufgegangen. Wie viel haben wir denn eigentlich noch Ladung? Hä? Wieso wieder 10? Da ist doch irgendwas. Läuft doch da gewaltig schief. Ah, das ist ja doof. Ah, das ist doof. Das gebe ich zu. Tja, wo sind die blöden Schlammkrabben? Dass einige ihrer Schlammkrabben ein... Was? Dass einige ihrer Schlammkrabben ein Iraguar getötet und in südwestliche Richtung an die Küste... Südwestliche Richtung an die Küste geschleppt haben. Ja, südwestliche Richtung. Das kann praktisch überall sein. Können zum Beispiel hier drüben, könnten sie dahin geschleppt haben. Vor allen Dingen ist es finsterste Nacht. Was ist das? Nee. Au. Warte mal, das ist doch ein Tier, oder? Tiersprache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist es los. Ne? Hier ist es los, sag ich euch. Wir müssten eigentlich, müssten wir schlafen. Und jetzt schon wieder. Achso, das ist mein Ahnengeist. Da ist eine Schlammkrabbe. Ob das natürlich die Schlammkrabbe ist, die wir brauchen. Wo ist mein Ahnengeist? Natürlich nicht mit da. So, los geht's. Natürlich die Frage hier wirklich, ob das die richtige Schlammkrabbe ist. Ich meine, woher wollen wir das wissen? Oder war das doch der Guar, den wir dort gesehen haben? Wisst ihr, was ich meine? Den wir dort oben, gleich wo wir am Anfang waren, den wir da gesehen haben. Aber die haben ja gesagt, an der Küste. Das ist doch nicht an der Küste. So, wir sollten mal, wartet mal kurz. Wir sollten mal unseren Arkan-Zeugsbums auffüllen, weil das füllt sich ja nun nicht von alleine auf. Okay. Hm. Das
Also ich bin immer noch der... Aber da müsste doch... Wenn wir verschleppt haben... Was heißt denn das verschleppt haben? Wir sind total müde. Hier zu schlafen, mitten in der Wildnis, mit Schlafsack. Pass auf, wir versuchen mal, er wird ganz müde werden, uns hier hinzulegen. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Ach nee, da ist eine Schlangenkrabbe. Moment. Dann nehme ich mal lieber... Verdammt. So, wo ist mein Ring der Heilung? So, reicht. Dass natürlich die Schlammkrabben sind. Das weiß ich nicht. So, ich würde sagen, glaube ja, ich versuche mal hier, aber obwohl, ne, direkt hier, ob ich hier überhaupt schlafen kann, halte ich für ein Gerücht. Nee, kann ich nicht. Was haben wir denn? Oh! Noch eine Schlange. Sag doch immer, wenn du... Wie kann ich? Ja. Kann man jetzt eigentlich schlafen? Vielleicht? Nee. Es war mal klar eigentlich, dass wir hier nicht schlafen können. Ach, da. Das ist der verschleppte Guar. Also sind wir gar nicht so schlecht. Waren das die zwei dann? Könnte gewesen sein, ne? Ist hier noch irgendwo jemand? Komm, probier nochmal unseren Schlafsack hier auszubreiten. Ne, könnte vergessen. Wenn wir jetzt mal versuchen, hier in die Berge zu gehen und dort unseren Schlafsack auszubreiten, mal weg vom... Weg vom Wasser. Ah. Na, hierauf kommen wir dann nicht. Ne? Vielleicht so hier hin. Denkt ihr? Aber ich glaube, solange ich noch die Melodie da im Hintergrund höre, da wird es gar nichts. Aber wo soll denn hier noch jemand sein? Vielleicht die Fische, ne? Das könnte natürlich sein. Merkt euch mal den Platz dort, denn da würde ich nochmal hingehen. Wir gehen mal Richtung Balmorra. Ja, das ist ein bisschen blöd hier mit der... Das ist echt... Wodurch kommt das? Frag ich mich, wodurch kommt das? Dass die Ladung nicht abnehmen? Ja, die verkaufen wir dann, ne? So, ich probiere nochmal. Wie soll ich denn hier... Ich müsste schlafen. Wo sind denn hier Feinde?
Die Melodie ist doch auch wieder schön. Okay, probier's jetzt nochmal. Lasst uns doch mal ein bisschen schlafen. Jetzt. So, oh, 5 Uhr früh. Versuchen wir mal 5 Stunden zu schlafen. Huch. Hallo? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Nee, halt nicht schlafen. So, ich lass dich dafür auch leben. Ich lass dich dafür am Leben. Und wir schauen noch mal runter. Na? Wir schauen noch mal runter, ob da unten vielleicht noch irgendeine Schlammkrabbe ist. Aber ich glaube, wir haben die Schlammkrabben. Ja. Hat sie gesagt, wie viel das war? Es scheint, als ob wir hier nur von feindseligen Schlammkrabben umgeben sind. Es gibt da 2, die meine Guar jagten. 2, die meine Guar jagten, ne? Das werden schon die 2 gewesen sein, schätze ich. Aber es ist halt nur ein Guar, ne? Was? Einer nur? Die meine Guar jagten. Und heißt es dann... Moment. Heißt es dann... Ich finde die Probleme in Schlammkrabben. Es gibt da 2, die meine Guar. Neulich haben sie einen getötet und weggeschleppt. Das ist schon der. Das ist schon der. Und es sind schon die 2 gewesen hier. Also wir schauen noch mal, aber... Ah. Was? Echt? Was soll ich denn... Was war denn... Was ist denn jetzt so... Gürtel des eisernen Willens? Wo habe ich denn den hier? Den können wir doch rumschlingen, den Gürtel des eisernen Willens. Was, wir haben einen Schmetterlingsflügel? Wo haben wir denn den hier? Ach so, den haben wir, ich weiß woher. Tja, wir werden mal noch einen arkanen Trank nehmen. Und eventuell noch einen gegrillten Fisch essen. Was denn jetzt? Wieso? Wieso gibt der gegrillte Fisch... Wieso gibt der Lust? Merkwürdig. Ist der Fisch ist doch leicht, bekömmlich. Oder? Was sagt ihr? Was ist denn das da drüben für ein Ort? Was ist denn das da drüben für ein Ort? Ist es dieses Kartak? Nee, ne? Wollen wir wenigstens mal schauen, was das für ein Ort ist? Am Ende wird es Zaydanin sein. Nee, natürlich nicht. Wir schauen erstmal, was das für ein Ort ist. Würde mich mal interessieren. Ihr seid doch lieb, ne? Na, da komme ich nicht drüber. Würde mich mal interessieren. Nicht, dass es dieses Satrit... Nee. Das ist... Und jetzt? Oh Gott. Oh.
Nein! Nein, 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 nein! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich hab gedacht, die sind friedlich! Nein! 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 Wow! Moment, Entschuldigung, dass ich geschrien habe. Was ist denn hier los? Habe ich den gereizt? Boah. Und ihr da drüben sagt... Was ist denn das für ein Ort hier? Ihr da drüben sagt nichts dazu. Netzschleder. Mhm. Oh, das war zu viel des Guten. Puh, es wird mir hier wahnsinnig. Ja. Hustengras. Grüne Flechte. Wollen wir die Flasche hier wegwerfen? Obwohl, wie viel haben wir denn eigentlich noch Flaschen? Wasserflaschen? Eine? Nee, die Flasche behalte ich mal. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Tempus Fugitring. Der kann weg. Ich glaube, wir können deswegen immer noch nicht. Ja, der ist auch Quatsch, aber... Das ändert noch nichts an der Tatsache. Was ist denn das hier? Dietrich. Ja, Dietrich brauchen wir. Rattenfleisch. Ja, von mir aus. Dann muss das Rattenfleisch dran glauben. Da ist... Moment. Aber das ist nicht die... Das ist nicht die, die wir brauchen. Ich glaube, das waren schon die. Komm! Wäre natürlich super, wenn es hier irgendwie einen Händler gäbe, der auch ein paar Pfeile hat. Ihr seid denn hier... Ihr lebt hier in einer ganz schön gefährlichen Area. Was ist denn das hier? Wo sind wir denn hier? Grüße. Oh Gott, oh Gott. Hallo, hallo. Ich bin Angalus. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ihr seid hierher gekommen? Ihr seid das erste Mal in Gnarmok? Nehmt lieber einen kurzen Ratschlag von mir an. Wir sind hier nicht an Besucher gewöhnt. Und wir lehnen das, was wir nicht kennen, zunächst einmal ab. Also seid nicht überrascht, falls die Leute nicht allzu viele Fragen beantworten möchten. Aber ihr seht anständig aus. Wenn ihr also jemanden Bestimmtes sucht oder Dienste, dann fragt einfach mich. In Gnarmok? Was sind das? Ha, alle machen sich Sorgen wegen dieser beiden brütenden Netsch, die angegriffen... Ach, habe ich da vielleicht einen davon schon? Ja, ja, brütende Netsch, nördlich von hier treiben sich ein paar von ihnen herum. Sie sind einige Male sehr, sehr gefährlich nah an die Stadt herangekommen. Wir konnten sie vertreiben, aber ich bin mir sicher, dass sie zurückkommen, wenn nicht jemand etwas unternimmt. Können wir ja was unternehmen, ne? Aber ich bräuchte mal, wie sieht's mit den Diensten hier aus? Wenn ihr zu den Gefolgsleuten von Haus Lalo gehört... Nee,
Leider nicht. Gibt es im Hause Arenim Dienste für euch? Wenn ihr einer anderen Gilde angehört, solltet ihr euch an Badarko Balan oder Hinald in der Taverne zur Troik Jigaru wenden. Jo, ansonsten gibt's noch einen Fischer und ein paar Dienste gibt es vielleicht auch in Rotterans Hütte. Oder auch nicht. Puh. Das ist aber du wolltest einen kurzen Ratschlag geben. Ja, wenn ihr ins Hinterland aufbrecht, solltet ihr stets einige Tränke für Lebensenergie, Ausdauer und gegen Krankheiten der Pest mitnehmen. Das ist natürlich überlebenswichtig, das weiß ich. Worum geht es? Im Norden, ne? Die brütenden. Da haben wir wahrscheinlich schon einen und den anderen. Na, wartet, wenn wir schon mal hier sind. Arngeist, du hast was zu tun. Wir müssen uns gegen brütende. Also ich schätze mal, dass das der andere dort ist. Ich kann das einfach nicht anders erklären. Vielleicht Mann und Frau, ne? Zu früh beschworen. Ne? Verdammt. Das war's mit unserem Fallen. Wir haben noch zwei zumindest. Moment. Wir haben noch zwei. Bin ich schon wieder müde? Nee, was ist denn jetzt los? Durstig sind wir. Wir können uns keinen Schritt bewegen. Ach Gott. Haben wir nicht irgendwas? Ein Wein oder so? Hier, billiger Wein. Los. Trink, mein Freund. Und Wasser, ja. Zieh dir, ich hab doch Wasser. So, erstmal Hunger stillen, Wasser trinken, die Last loswerden, ein bisschen durchschnaufen. Seit wann haben wir denn eigentlich gekochten Maiskolben? Frag ich mich. So, das ist eine Kuh. Aber, na wartet mal, eine Kuh? Es geht doch um zwei Bullen. Hat er nicht gesagt, zwei Bullen? Das ist hier ein Bulle. Verdammt. Hat er nicht gesagt, zwei Bullen? Das war ja eine nette Kuh. Vielleicht haben wir da eine Unschuldige umgebracht. Wer weiß, wo der Bulle ist. Irgendwo im Norden, ne? Aber ich sehe auch keinen anderen. Na gut, wir gehen erstmal ins Dorf. Dann können wir uns immer noch drum kümmern. Ich hatte gedacht. Vielleicht wäre die gar nicht böswillig gewesen, ne? Gnisis, Lauat, Seitanin. Kommen wir überhaupt jemals wieder zurück? Finden wir jemals wieder zurück zu der Guafa? Wo wir überall hier hinkommen? Interessant. So, wir schauen mal ins Dorf rein. Wo ist er denn hin eigentlich, unser Freund? Gnamok. Grüße. Weißt du auch was über diese
Bullen, brütende, über dieser brütende Netsch. Ha, ihr seid derjenige, der sie getötet hat? Netsch sind wertvoll, aber zu gefährlich, um sie frei herumlaufen zu lassen. Hab Dank. Ja, das ist schön. Wo ist denn der hin? Ich hätte mich noch mal gern mit ihm unterhalten. Also waren das doch die... War das der? Nee, das ist Narnia. Ne? Habt ihr vielleicht einen kurzen Ratschlag? Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, sobald ihr müde seid, solltet ihr nicht unvorsichtig sein. Eine kurze Atempause kann allerhand Schwierigkeiten von euch davonhalten. So, was haben wir hier? Nun, was wollt ihr? Tja, ich weiß auch nicht so recht, was ich will. Ich möchte, um ehrlich zu sein, sind die uns ja nicht gerade... Aber jetzt, wo wir ihre brüdenden Kerle hier weg... In welches Haus hat er gesagt? Ah, ich hab's schon wieder vergessen. Und in meinem Tagebuch steht's natürlich auch nicht. Und den finde ich gerade nicht, mit dem wir da geredet haben. Grüße. Oh, ich bin Mushmere. Ah, ich habe euch hier noch nie gesehen. Ja, wartet mal, die Dienste. Ja. Geht einfach zu Wadarku. Wenn ihr einer Gilde angehört. Ansonsten in die... Ach ja, eine Taverne, ne? Oder in Rotarans Hütte. Wo ist denn Rotarans Hütte? Ist es hier Rotarans Hütte? Nee. Die ist nicht hier. Sondern hier drüben. Das ist nicht Rotarans Hütte. Das ist auch nicht Rotarans Hütte. Alles klar? Ich will nochmal die brütenden Netsch hier. Wahrscheinlich waren die sonst uns noch weniger gewogen. So, wir müssen sowieso Schluss machen. Hier ist Rotoran. Da gehen wir nochmal rein. Und wer ist von euch Rotoran? Keiner. Da stehen nur jede Menge Leute rum. Danke. Ach so, die handelt mit uns. Die hat so Eisenpfeile. Okay, so, pass auf. Wir geben dir das Eisenfunkenschwert. Schweren Herzens, um ehrlich zu sein. Den Brettpilz auch, weil der... Sag mal ganz ehrlich, der braucht ganz schön viel Gewicht. Ja, aber der braucht einfach zu viel Gewicht, braucht das Schwert, wisst ihr? Es ist schön, aber es braucht zu viel Gewicht. Die Gretschphase, was soll's. Ich werde mich ärgern, ich weiß. Du hast nur Geld. Oh, du hast nicht viel. Aber... kommen ja auch nicht viel, ne? So, und du sollst uns sowieso noch hier das hier geben. Komplett. Und dann will ich nichts dafür bezahlen. Das macht er nicht, ne? Da ist er echt ein bisschen... Ist echt komisch. Wenn ich das hin und her tausche, dann hat er echt ein Problem. Und dann, wenn ich dann mit dem Preis runtergehe, dann hat er echt ein Problem, wisst ihr?
Am besten ist es wirklich, man verkauft und nimmt dann den Rabatt mit. Und dann kauft man. So, was habt ihr noch? Was bildest denn du aus eigentlich? Athletik, Feilschen. Können andere schmeicheln, einschüchtern und verhöhnen. Ja, ich würde gerne diese Wortgewandtheit nach oben bringen, um ehrlich zu sein. Achso, was hast du denn eigentlich noch mit Handeln? Das Haus des Chaos. Naja. Und du? Was bildest du denn aus? Leichte Waffen, Sicherheit. Aha. Wir haben schon wieder kaum noch Geld, ne? Wir hatten doch so viel Geld, wo haben wir denn das ganze Geld gelassen? Nur gut, dass wir wenigstens ein bisschen Pfeile bekommen haben. So, ich sag für heute ciao, ciao. Und können wir hier eigentlich an dem Feuer? Können wir da irgendwas braten? Ah, der hätte mir grillen können, ne? Maiskolben, Korkwurzel haben wir noch. Okay. Ciao, ciao.